Es gibt den ersten Schock in Deutschland. Man hat sich geweigert, eine Koalition mit der AfD zu bilden. Man weigert sich, offen darüber zu berichten. Und jetzt ist es so, dass in der ersten Stadt fast eine relative Mehrheit für die AfD herrscht. Fast 50% wählen die AfD. Und da kommt das erste Mal ein Schock durch Deutschland. Lasst uns in das Thema starten. Lasst uns mit der Überschrift beginnen. 47%. Warum ist die AfD in diesem Landkreis so stark? Ich finde das immens wichtig. 46,7% wählen die AfD. Ich halte das für so immens wichtig, weil es Weigerungen gibt von der CDU. CDU, die mit der FDP, die eigentlich mit jeder anderen Partei komplett versagt hat, die hat sich geweigert, mit der AfD zu eine Koalition zu bilden. Und wozu führt das? Zu fast einer relativen Mehrheit. Fast alleine für die AfD. Das ist das, wozu das führt. Das muss ja den Grünen muss das richtig, das muss den Albträume bereiten. Den CDU-Politikern etc., die können ja abends nicht mehr schlafen, wenn ich mir das angucke. 50% wählen die AfD. Wir werden da gleich näher drauf eingehen. Das sind Menschen, die auf die Straße gegangen sind, die sich gegen verschiedenste Unrechte eingesetzt haben. Und da sollen jetzt die Nerven blank liegen, nachdem die Hälfte die AfD wählt. Das heißt, hier haben wir Menschen, die nachweislich basierend auf ihren Aktionen nicht offen für unsere Propaganda sind und die sollen jetzt unzufrieden mit diesem Wahlergebnis sein? Das sollen wir glauben? In der Beschreibung findet ihr eine Anleitung, wie ihr mit YouTube schnell Reichweite und ein Nebeneinkommen aufbauen könnt. Der Kurs ist für kurze Zeit um 95% reduziert.